CSU. Und ich darf darauf hinweisen, dass es auch bei ihm um die erste Parlamentsrede geht. Ja, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher, die erste Rede ist immer auch so ein bisschen mit Freude verbunden, jetzt endlich so in die richtige Sacharbeit intensiv einzusteigen. Aber die Ernüchterung machte sich gestern Mittag schnell breit. Der Antrag war schon angekündigt, relativ spät. Und da wir hier wissen, dass wir in Verfassungsrechte eingreifen, erwartet man tiefgehende Begründungen. Und das war schon relativ dürftig. Man hätte zumindest, wenn man in Verfassungsrechte eingreift, Begründungen erwartet, welche konkreten Probleme denn bestehen, wie viele Burka-Trägerinnen man irgendwo, wann auch immer gesehen hat, gerade weil wir Verschärfungen im letzten Jahr, es wurde angesprochen, hatten. Und vielleicht bin ich da kommunalpolitisch romantisiert noch, aber ich kenne die Anträge so, dass man eine Problemlage schildert und dann auch den Lösungsweg dazu bietet. Die Frage ist nur, geht es hier um Lösungen oder eben nicht? Müssen Sie beantworten. Vergangene Woche bin ich dann mal zum kommunalen Integrationszentrum in meinem Heimatkreis gefahren, habe einfach mal gefragt, wie viele vollverschleierte Personen habt ihr denn hier im letzten Jahr gesehen? Die Reaktion waren erstaunte Blicke und die Antwort gar keine. Das heißt, wie gesagt, wir reden hier über Verfassungsrechte und die Begründung hätte man zumindest erwarten dürfen. Aber neben Ernüchterung löste der Antrag auch Erstaunen aus, weil die erste Begründung, die wir lesen für diesen Antrag, der Schutz der Freiheitsrechte der muslimischen Frauen sein soll. Das bei der AfD ist schon allerhand Donnerwetter, da hat das Umdenken offensichtlich schon stattgefunden. Also Hut ab vor dem zum Islam konvertierten Kollegen aus Brandenburg Ihrer Fraktion. Aber zur Sache. Wir haben es gehört, es hat im Jahr 2017 ein partielles Vollverschleierungsverbot gegeben mit weitreichenden Folgen im Bereich öffentlicher Dienst, Gerichte, Bundeswehr, bei Wahlen. Und wir haben die Grenzen des verfassungsmäßig Möglichen damit ausgeschöpft. Ich kann ehrlich gesagt nicht erkennen, wo sich hier die Rechtslage oder die Rechtsverfassung geändert haben soll. Und auch im Antrag dazu lese ich überhaupt nichts. Gesetze aber bis an den Rand des verfassungsmäßig Möglichen der Fragwürdigkeit verschärfen zu wollen, um vermeintliche Probleme zu lösen, die im Antragstext ehrlich gesagt gar nicht konkret benannt werden, das halte ich für absurd. Die Union hat mit der Verschärfung ein eindeutiges und richtiges Signal im letzten Jahr gesetzt. Die Vollverschleierung widerspricht unserer Kultur und ich gehe sogar noch weiter, sie steht für ein falsches Gesellschaftsbild und sie behindert jegliche Integration. Aber ich glaube auch, dass wir nicht alles verbieten können und nicht alles verbieten müssen, was wir ablehnen oder um es mit Montesquieu zu sagen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, ein Gesetz zu machen, ist es unbedingt erforderlich, kein Gesetz zu machen. Das ist für mich übrigens auch der Unterschied zwischen selbstbewusstem Konservatismus und rückwärtsgewandter Willkür. Unsere Werte basieren auf dem christlichen Menschenbild, auf Gleichberechtigung und Freiheit. Und wir sollten selbstbewusst für unsere Werte einstehen, sie verteidigen. Und ich glaube, nur so können wir auch andere von unseren Werten hier überzeugen. Und als Familienvater ist mir wichtig immer, was geben wir eigentlich unseren Kindern mit auf den Weg? Angst oder Selbstbewusstsein? Haben wir Angst vor einer Handvoll, und das geben ja alle Studien zu dem Thema her, haben wir Angst vor einer Handvoll ausländischer Touristinnen aus den Golfstaaten, die in Burka hier sich unserer Werte bemächtigen? Ich glaube, das müssen wir nicht haben. Der Antrag, den wir heute vorgelegt bekommen, ist angstgesteuert, setzt auf Willkür. Aber Willkür, das war angesprochen, kann schnell jeden treffen. Und deswegen sollten wir auf der Grundlage unseres Menschenbildes Politik machen und nicht auf dem Rücken Einzelner. Ich will gar nicht verhehlen, dass es Probleme gibt bei Sprache, bei Integrationskursen, Handlungsbedarf. In Deutschland muss der Rechtsstaat durchgesetzt werden. Deswegen treten wir für ein Musterpolizeigesetz, für mehr Polizei, eine starke Justiz ein. Und wir müssen auch den Dialog mit den Islamverbänden vielleicht anders und ganz offensiver führen, als wir das bislang getan haben. Und ich rufe die gemäßigten Vertreter auch ausdrücklich auf, sich an der Debatte zu beteiligen. Wir können keinen isolierten und keinen radikalen Islam in den Hinterhöfen unserer Städte akzeptieren. Aber hier geht es Ihnen nicht um den kritischen Dialog oder um Lösungen. Sie schüren Ängste, das ist Ihre Existenzberechtigung. Schlussbemerkung, ich bin es ehrlich gesagt ein bisschen leid. Dieses Ping-Pong haben wir die letzten Tage jetzt erlebt hier im Hohen Haus. Immer wenn es um Islam und Integration geht, kommt aus dem linken politischen Spektrum schnell die rosarote Brille.
Und auf der anderen Seite Verbitterung und Schaum vorm Mund. Ich glaube, es bringt keinem was, wenn wir die Bracken und die Mauern hochfahren und uns gegenseitig mit Schmutz beschmeißen. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Wir stehen für die Partei der Mitte. Uns treibt das Vertrauen an in die Stärke und das Selbstbewusstsein Deutschlands und seiner Menschen hier. Vielen Dank. Herr Kollege Hendrich, mein herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Die Zeit haben Sie etwas überschritten. Ich möchte darauf hinweisen, dass bei einer ersten Rede parlamentsüblich keine Zwischenfragen zugelassen werden, um den Redner nicht aus dem Konzept zu bringen. Und Herr Kollege Baumann, ist an mir was vorübergegangen. Ich habe nur gesehen, dass Ihre Fraktion schlagartig mit mehreren Personen den Saal verlassen hat. Nicht, dass das Präsidium hier irgendwas nicht bekommen hat. Gut. Dann rufe ich auf als nächsten Redner den Kollegen Dr. Karl-Heinz Brunner von den